Der Vorstoß von AfD-Chef Meuthen für eine mögliche Spaltung der Partei stößt auf Kritik in den eigenen Reihen. Meuthen hatte sich gestern für eine ergebnisoffene Debatte und eine Entscheidung in den nächsten 9 Monaten ausgesprochen. Hintergrund ist der Streit über den Umgang mit dem rechtsextremen Flügel. Der Co-Parteivorsitzende Chrupalla sagte, er sei von Meuthens Vorstoß überrascht. Für ihn stehe die Einheit der Partei nicht zur Diskussion. Mit vereinten Kräften. Diese Botschaft wollten Alexander Gauland, Tino Chrupalla und Alice Weidel mit einem Rundbrief der Parteispitze dieser Tage eigentlich senden. Auch mit der Auflösung des rechtsextremen Flügels gäbe es nur eine AfD. Doch einer will nicht mitmachen. Co-Parteichef Jörg Meuthen. Er schlägt vor, über eine Abspaltung der bisherigen Flügelanhänger nachzudenken. Hinter dem Flügel stehen Menschen. Und die werden ihre Einstellung und ihre Haltung nicht ändern. Und ich sage explizit, diese Haltungen sind auch legitim, die kann man haben. Das Problem ist, dass sie hier sehr unterschiedliche inhaltliche Positionen haben. Und wenn die zu inkompatibel sind, dann muss man darüber nachdenken, ob man da nicht auf getrennten Wegen besser geht. Getrennte Wege? Also eine eigene Partei für die rechtsextremen Höcke, Kalbitz und die anderen bisherigen Flügelanhänger? Alle würden profitieren, meint Meuthen. Die AfD im bürgerlichen Lager. Kalbitz und Höcke könnten mit ihrem, so Meuthen, sozialpatriotischen Kurs vor allem im Osten der Linkspartei Stimmen abnehmen. Heftiger Widerspruch vom Ehrenvorsitzenden der AfD. Es gibt verschiedene Strömungen, das ist aber in jeder Partei so. Das ist bei uns noch besonders ausgeprägt, weil wir eine junge Partei sind. Das war bei den frühen Grünen auch ausgeprägt. Da muss man sich zusammenraufen. Es hat aber keinen Zweck, den Versuch zu machen, sich zu trennen. Das führt beide nur in die Irre. Björn Höcke verkündet derweil via Facebook, die Debatte sei töricht, verantwortungslos, überflüssig. Meuthen riskiert viel und sagt, er bekomme große Unterstützung für seinen Vorstoß. Doch aus der ersten Parteireihe springt ihm öffentlich niemand bei. Ändert sich daran nichts, könnten Meuthens Gegner noch lauter werden. Die denken schon an seine vorzeitige Abwahl.